Mach mir den Thomas, das ist mein Gast. Für den machen wir das hier. Weil der hat zurzeit kein Dach über dem Kopf. Und das kann dem Kunstbeirat auch bald so geben. Können Sie mal ganz kurz? Nein. Ein Mann, der große Gelder steht oder zufälliger? Der schreibt für die Opferkasse. Stell uns vor, das ist der Oberbürgermeister, der Bürgermeister der Stadt. Der wirtschaftliche Oberbürgermeister. Nein. So, noch haben wir eine Bürgermeisterin. Seien wir zufrieden. Irgendjemand muss ja das machen. Das kennen wir ja von der Kanzlerin auch. Das ist Thomas. Thomas hat kein Zuhause. Und deswegen habe ich Thomas gebeten, das hier zu bewachen. Er wird den Tag hier verbringen und wenn ihm die Augen zufallen, dann wird er auch mal ein Nickerchen machen. Ich denke, da wird die Stadt Köln nichts dagegen haben, es sei denn, sie bieten ihm ein neues Zimmer an. Könnte ja passieren. Denn Thomas, dem ist das passiert, was uns allen passieren könnte. Weil hier gibt es einen Kunstbeirat. Und deswegen verlese ich jetzt, wenn er mir das erlaubt, das Grußwort der Frau Oberbürgermeisterin. Oder vielleicht begrüßt Herr Hupke erstmal die Gäste, weil Herr Hupke ist mir wohlgesonnen, aber er hat seine eigene Meinung. Er ist ein Stück Köln. Mit dem könntet ihr euch überall auf Dienstreise sehen lassen, weil er verkörpert diese Stadt. Genauso wie Thomas. Thomas ist auch ein Stück Köln, aufgewachsen hier in der Stadt. Und ich nenne ihn immer den Kölner Geist, wenn er so durch die Straßen gleitet. Und er fährt mit dem Fahrrad. Er ist Bürgermeister und ein Grüner. Und ich war schon ein Grüner, bevor ihr gekommen seid. Da habe ich doch zu den Politikern gesagt, in den 60er Jahren, eines Tages wird die Luft die Partei, die Politik entscheiden. Die Luft, die wir atmen. Und so ist es gekommen. Und da haben die Genossen damals zu mir gesagt, erzähl das den anderen, weil wir wollen endlich mal eine Wahl gewinnen. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann kannst du nie die Wahl gewinnen. Du musst den Leuten immer was vormachen. Und die Grünen haben dann die Wahrheit gesagt, bis sie dann vollen Kühlschrank hatten und sich zurückgezogen haben. Das wissen wir von Joschka. Aber er ist ein Aufrechter geblieben. Und ich bin stolz, dass wir in Köln einen solchen grünen Bürgermeister haben. Danke, danke, danke. So, aber jetzt genug des Lobes, wirklich, sonst werde ich ja verdächtig. Ich muss auch sagen, dass ich von allen gewählt bin und dass ich auch mehrheitlich die Bezirksvertretung sich da für eingesetzt hat und auch gestimmt hat. Vorweg würde ich auch ein bisschen, ne, sagt jemand das doch ganz klar, die Kunst hat Sonderrechte, ne, und die Tochter der Freier ist die Kunst und sie kann natürlich auch ganz anders formulieren. Und das soll sie auch, um uns den Spiegel immer vorzuhalten. Aber dennoch sage ich jetzt mit dem Projekt, so wie hier steht, und der Herr Schulz hat jetzt auch nochmal das gesagt, und jetzt wollen wir Frieden haben, und ich bitte auch darum, dass die Kunst untereinander, ne, wieder aufeinander zugeht, ne, sowohl dass der Kunstbeirat als auch jetzt hier, dass wir den Frieden machen. Wir haben hier ein super Projekt für die Stadt Köln. Also vielleicht würde ich sagen, ich komme aus einem Handwerkerhaus. Ich persönlich bin da nicht so in die Art geschlagen, aber was hier an Professionalität, wenn man den Dachstuhl sieht, gemacht worden ist, das ist feinster Güte. Also auch den Handwerkerinnen und Handwerkern hier ein großes Lob, die das hier aufgestellt haben. Ich habe das ja auch ein bisschen mitgekriegt durch Kanu. Und naja, ich will mich auf jeden Fall dann auch sehr kurz fassen und wenn noch eine Frage hat, beantworte ich die gerne. Das ist jetzt ohne Süßholz zu raspeln, das habe ich immer gesagt, ja, schuld war, also die beiden muss man ja sagen, das ist halt, ne, die waren schon ja auch visionär, der sich als erstes mit der Unwirklichkeit der Städte auseinandergesetzt hat, Adorno, Horkheimer und so weiter und so fort, der Busreisen gemacht hat in die Städte, wo die ausschließlich aus Beton waren. Wer auch visionär war für mich, was ich übrigens über dieses Projekt überhaupt erstmal begriffen habe, eigentlich vorausgesagt hat, mit dem ganzen Aktion Fetisch Auto. Ne? Also ich sage jetzt mal so biblisch ausgedrückt,
ja, der Tanz um das goldene Kalb, wie es in der Bibel steht, das, was bei uns dann so gewesen ist, so der Tanz um das goldene Auto, es steht ja mit seinen Flügeln. So weit sollten wir es nicht kommen lassen, wie es in diesem Brief, den ihr alle auch vorliegen habt, angedeutet wird. Wir wollen doch mal gucken, da ist schon mal der Briefkopf der Oberbürgermeisterin. Das verwundert mich sehr stark, dass der Kunstbeirat, der ja nur eine beratende Funktion hat, auf dem Papier der Oberbürgermeisterin schreibt. Der Kunstbeirat ist ein gewisser, er nennt sich Kai von Keitz. Und dieser Kai von Keitz, der hat sich vorgenommen, diese Stadt kulturell zu ruinieren. Ich denke, er ist aus Düsseldorf hierher geschickt worden, um Köln so ein bisschen nach hinten in der Kultur zu bringen. Dieser Kai von Keitz, der tanzt der Stadt Köln seit einigen Jahren auf der Nase rum, weil es hier keinen Kulturdezernenten gibt und dann irgendwie einen hier angekommene, hat er so ein bisschen das Sagen. Und nun schreibt er mir stellvertretend für die Oberbürgermeisterin diesen netten Brief. Für den Kunstbeirat der Stadt Köln bestand in dieser Sache dringender Beratungsbedarf, weil sämtliche Aktionen, die Herrschuld, das bin ich, Herrschuld, in der Vergangenheit im öffentlichen Raum durchgeführt hat, zwar öffentlichkeitswirksam, wir sehen das hier, künstlerisch jedoch höchst umstritten waren und es bis heute sind. Sieht beispielsweise Flügel aus. Darüber hinaus sind seine Installationen grundsätzlich vom Risiko begleitet, dass eine Umwandlung von temporär in dauerhaft betrieben wird. Das Haus wird jetzt auch ewig hier stehen. Siehe beispielsweise aus dem Kölner Stadtmuseum und der DGVK-Versicherung. Er befürchtet, dass ich euch das Haus hier zurücklasse. Dass hier in Zukunft Asylanten vielleicht einziehen. Wer weiß, was da alles noch kommt. Allgemein wird festgehalten, dass die Arbeiten von Herrn Schuld, das bin ich immer noch, seit den 1970er Jahren für die Kunstwelt eine immer geringere Bedeutung haben. Es ihm durch seine erfolgreiche Sponsorenakquise allerdings gelungen ist, trotzdem für mediale Aufmerksamkeit zu sorgen. Das erleben wir heute Morgen alle wieder einmal live. Dabei hat sich oftmals seine künstlerische Unternehmung mit den werblichen Interessen seiner Sponsoren vermischt. Insofern ist auch sein weltweites Auftreten nicht etwa der internationalen Reputation seiner Werke, sondern den finanziellen Möglichkeiten seiner Sponsoren geschuldet. Das heißt Ford, DVK, die Bank für Sozialwirtschaft, Frau Melsung, sie alle haben bezahlt, dass ich im Museum of Modern Art bin, dass ich in Guggenheim bin, dass ich in der Tate International bin. Man kann sich alles kaufen. Das ist der Schluss. Das ging von uns, aber ohne Sorge entstanden. Das war wie Köln in der Blüte stand. Also in der Zeit kam der Niedergang. Kann man feststellen, dass er sich mittlerweile in der Kunstwelt und in der breiten Wahrnehmung wieder enorm verbessert hat. Dass die Kunstmetropole Köln die Heimat von Hunderten international geschätzter Künstlerinnen und Künstlern ist. Ja, das haben Studenten für uns gesammelt, also wir haben das geholt und das haben wir inszeniert. Dank dir.